Lieber Stier, herzlich willkommen zu deinem September-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich der September für dich gestalten mag. Was er bereithält, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was eventuell außer Acht zu lassen ist, was aber wiederum ganz wichtig sein kann. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Stier im September. Neues kommt auf dich zu. Alte Lieben. Guter Widerspruch. Vielleicht lebt eine alte Liebe neu auf. Beruflich Veränderung. Du möchtest Veränderung. Die Tür, die zugegangen ist, lasse sie zu. Und wieder, jetzt wird es mir langsam peinlich, lieber Stier. Sie sagen wieder, die Absicht dahinter. Oh. Feuerspein, Feuerpfeile. Es brennt. Wer speit Feuer? Wer zielt mit Feuerpfeilen? Vor allem auf was? Du wirst ungeduldig, nervös, Unruhe bezüglich eines Themas. Du hast einen Samen gepflanzt. Wir werden sehen, ob ein Keimling kommt. Die Pflanze wächst. Du bist zu anderem bestimmt, sagen sie. Ich sehe das Meer. Einen Küstenstreifen, doch es ist kein Küstenstreifen von Land, sondern einer Insel. Wow. Das, was du nicht siehst, was im Verborgenen ist, lieber Stier. Getrübte Augen. Brennende Augen. Augen, so viel ich weiß, haben mit den Nieren zu tun. Wenn es um Gesundheit geht, suche immer einen Arzt auf. Ich ersetze keinen Arzt, Profi und nichts. Wow, das Meer, das Ungesehene. Es wird spannend, lieber Stier. Irgendetwas ist blockiert bei dir. Komm zum Stillstand. Du bemerkst, dass es nicht weitergeht oder vollkommen zum Erliegen gekommen ist, kommen wird. Es geht darum, du möchtest eine Brücke suchen, um bequem ans andere Ufer zu kommen. Doch manchmal, lieber Stier, gibt es keine Brücken. Oder sie sind schon morsch. Manchmal musst du auf den Impuls in deinem Herzen hören und einfach ans andere Ufer schwimmen. Wie viel bist du bereit, an einen Satz zu bringen? Wie viel ist es dir wert? Und da, sagen sie, kommt die Absicht dahinter. Wäre es dir dein Leben wert, auf das du sagst, gut, habe ich es versucht? Am letzten deiner Tage? Oder bist du dann doch zu bequem und möchtest den Effort erst gar nicht aufbringen und wartest lieber, bis da mal eine Brücke kommt? Tauch hinab in die Tiefen, lieber Stier, tauch hinab in die Tiefen. Dort ist ein Schatz verborgen.
Dieser Schatz wird aber nicht gleich gesehen, denn dieser Schatz eröffnet sich dir erst, oh, sie sagen, wenn du selbst die Pfützen am Boden als Heiligtum dieser Erde erkennst, was auch immer das für dich bedeuten mag. Du suchst, du suchst, du suchst, du möchtest, du verlangst, doch es lässt sich erst finden, wenn du bereit bist, wirklich zu sehen. Schauen wir uns die Hauptenergie an, die dir zur Verfügung steht. Die Hauptenergie für den Stier im September. Anbei, meine allerherzlichsten Grüße an die liebe Vivi. So, die Hauptenergie für den Stier, was steht dir zur Verfügung? Welche Hauptenergie steht dir zur Verfügung? Viele Karten kamen heraus. Ich nehme die, die mit dem Gesicht nach oben kam. Huh. Fische, bist du mit einem Fisch verbunden? Oder aber gibst du dich der Selbsttäuschung hin? Ein Fisch, die Inspiration, die Kopie. Du möchtest kopieren. Doch am 12. September wird das Universum mit dem Finger auf dich zeigen und wird sagen, hey Babe, du bist das Original deines eigenen Lebens. Do it yourself, do it better. Innen schau. Du suchst, du suchst, du suchst. Hältst du innen schau ab? Die Energie, die Hauptenergie für dich ist die Weisheit, die es zu erkennen gibt in dir. Spannend. Das Ungesehene, lieber Stier. Glaubst du an Einhörner, lieber Stier? Die Fragen. Denn wenn ja, weißt du doch, dass alles existiert. Und alles möglich ist. Sei keine Kopie, sei ein Original. Die weiblichen Stiere fügen sich zu sehr. Die männlichen Stiere dominieren zu sehr. Materielle Sicherheit, wie immer das A und O. Du schaust zu jemandem, wo du denkst, dieser hat mehr als du. Du schaust in Nachbars Garten und denkst, das Gras ist dort viel grüner. Lieber Stier, das hatten wir doch schon. Und du wirst nur das finden, was du suchst, wenn du bereit bist, an das Unmögliche, für dich Unmögliche zu glauben.
Eltern, ausschlaggebend, der weibliche Part. Hat dir etwas vorgelebt, sich zurückzunehmen, um dem männlichen Part freie Bahn zu überlassen. Ist es diese Erkenntnis, die du suchst? Ein Wildschwein. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was das jetzt wieder zu bedeuten hat. Ein Wildschwein kreuzt deinen Weg. Kann physisch sein auf einer Abbildung. Krafttier. Du planst einen Umzug. Doch es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Erst solltest du materiell stabiler werden, denn es wird mehr kosten, als du denkst. Aber vor allem solltest du selbstsicherer werden. Der Mangel finanzieller Mangel, Mangel an Kreativ sein, Kreativität, Nullpunkt. Das Feuerzeichen hat das Versprechen nicht gehalten. So, so. Man sucht einen Schuldigen. Doch hast du dein Bestes gegeben? Oder versucht, dass das Feuerzeichen mehr tut? Ein strenges Reading, lieber Stier, es tut mir leid. Doch meine Readings sollen die Augen öffnen. Und dir Bewusstsein bescheren, wo du in dem, was du tust, noch besser werden kannst. Denn dein Potenzial nutzt du vielleicht maximal zu 50%. Gut, weiter geht's. Eine Jungfrau lässt dich am ausgestreckten Arm verhungern. Das ist nicht fair. Ich weiß. Doch siehe es als Input an, endlich selbstständig, selbstbestimmt eine Entscheidung zu treffen. Alte Lieben, die man lange nicht mehr gesehen hat, vor allem wenn diese im Zeichen der Erde geboren sind, sie lassen dir etwas zukommen. Pflanzen, die sich ranken, wie um das Schloss von Dornröschen. Um das Herz, das die Melodie zurückgehalten hat und du gesagt hast, ja, ich weiß, die Liebe ist da. Doch hast du sie wirklich gespürt? In der Liebe
kommt eine Entscheidung auf dich zu. Bei manch einem kann es zwischen zwei Menschen sein. Bei manch einem ist die Entscheidung daraufhin bedingt. Ob das, was von dir abverlangt wird, es wirklich wert ist. Ein Widder! Komm zurück. Doch du hast diesem schon lange den Rücken zugekehrt. Wir machen weiter im Extended, lieber Stier. Bis gleich, ich warte dort auf dich. Ciao.